So, auf was warten wir jetzt aktuell? Auf das Auffüllen unserer Truppen. 40 pro Monat. Eine Mangonelle kommt noch dazu. 800 haben wir jetzt aktuell. Wir werden wahrscheinlich hier rüber gehen. Richtung South and Deep. Weil der relativ wenig hat. Guck mal, was Sauron macht in der Zwischenzeit. Ob der schon. Er macht schon wieder. Sauron greift den Denethor an. Sauron gegen Gondor. Die große Schlacht hat begonnen und ich habe es komplett verpasst hier irgendwie. Richtung Minas Tirith wird Sauron offenbar hier ziehen. Man sieht noch nichts, aber 0% aktuell. Es geht um was? Mordor Conquest of the Lordship of East Osgiliath. Also, es geht um Osgiliath hier drüben. Erstmal das hier, noch nicht Minas Tirith, aber das hier. Und wenn er das hier hat, dann wird er übersetzen Richtung Minas Tirith. Juli, Dankeschön fürs Folgen. Willkommen. Ach, schön. Und wir sitzen hier oben mit unserem Gollum und kochen unser eigenes Süppchen momentan noch. Können uns noch eine Domäne jetzt holen. Sobald wir die haben, können wir ein Herzogtum erstellen. Hier drüben, da geht noch kein Herzogtum. Das wären. Das wären vier Domänen. Aber wir brauchen dann wieder zwei. Wir brauchen mindestens drei dann für das Herzogtum. Na gut, also das hier hilft uns leider nicht hier oben. Sieht es denn hier oben aus? Vielleicht hier. Aber hier oben sind auch die drei noch. Zu welcher Fraktion bei Herr der Ringe gehört eigentlich dieser Witcher-Geralt? Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn du jetzt gesagt hast, zu welcher Fraktion gehört eigentlich dieser Harry Potter? Uiuiuiui. Meine Güte, gefährliches Terrain, auf das du dich da bewegst, mein Lieber. So, Hauptstadt ist hier. Wir gehen mal hier oben rein. Okay, also einmal Krieg erklären und zwar. Das Problem wird sein, dass wahrscheinlich andere noch mit reinkommen, oder? Aber wir probieren es einfach mal. Heilige Krieg um South and Deep. Wizard Court, da bin ich mal gespannt, ob da noch welche mitkommen. Hier unten, wenn dann, kommen die noch mit. Also wenn die mitkommen, dann habe ich ein Riesenproblem hier. Dann habe ich ein Riesenproblem. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen abwarten. Gibt es denn eigentlich Söldner in Mittelerde? Es gibt ein paar Söldnerleute. 195 sind die günstigsten für 900. Das wäre natürlich gut, wenn man diese schon haben könnte. Aber dadurch, dass meine Gefangenen einfach überhaupt keine Kohle abwerfen, ist das so schade. Und wir können uns leider nichts verdienen jetzt. Refresh. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt kommt die Fraktion. Ah, vielleicht sollten wir uns zuerst noch um die Fraktion kümmern, bevor wir dann hier rüber gehen. Wenn wir hier rüber mit so 1100 oder so Truppen laufen, wir haben jetzt hier 400, 600 hier unten. Wenn die nicht alle gleichzeitig kommen, könnte man vielleicht eine Chance haben. Ich glaube, ich kümmere mich erst noch hier um die Fraktion. Mal schauen, ob die jetzt triggert, weil eigentlich müsste jetzt hier in 8 Monaten die Provinz konvertiert sein und dann haben die doch gar keine Grundlage mehr, hier irgendwie zu rebellieren. Dann fällt ja jetzt quasi, dann fallen 63 Punkte weg.
dann bleiben noch minus 5 Punkte. Also wenn sie dann noch rebellieren, dann verdienen sie aber hier die harte Hand des Gesetzes, die sich um die dann kümmert. So, wie sieht's aus in Mordor? Schon irgendwelche Truppen? Wir sehen leider hier nichts. Schön auch hier. Minas Morgul. Noch ganz in weiß hier. Hier wird schon belagert. Hier wird belagert. Na gut. So, der gute Headman Goldwine hat ein bisschen Meinung gewonnen von uns. Wir werden ihn noch einmal beeinflussen. 72% und dann aber widmen wir uns jemand anderem. So, 8 Monate noch. In der Zwischenzeit bauen wir ein bisschen Kohle noch auf, weil wir das brauchen, sobald wir unsere Truppen ausgehoben haben. 3 Monate noch hier. Ich hätte halt schon noch ganz gern irgendwie ein bisschen mehr an Einheiten. Aber wir können uns die leider nicht leisten jetzt. Hier unten ist gerade was passiert, oder? Habe ich mich getäuscht hier? Oh, endlich nochmal schwanger. Sehr schön. Das hat jetzt aber lange gedauert hier. Das hat jetzt 4 Jahre gedauert. Bis die jetzt wieder schwanger ist. Hoffentlich kann sie das Kind behalten. Und hoffentlich bekommt sie Gollums Ohren. Oder eher Gollums Ohren. Ist hier noch jemand im Krieg hier oben? Wenn die aktuell im Krieg sind, die beiden zum Beispiel sind im Krieg, dann würden sie sich wahrscheinlich ungern einem weiteren Krieg anschließen. Aber hier unten leider nicht. So, jetzt haben wir hier konvertiert. Jetzt gucken wir mal hier. Fraktion. Dass die immer noch hier ein Ultimatum senden können, ne? 3 Monate, obwohl die eigentlich keine Grundlage mehr haben. Das ist schon enttäuschend. Minus 5 nur. Naja, es fehlt halt noch die Kultur, aber die Kultur, um die habe ich mich jetzt nicht gekümmert, dass wir die noch verbessern. Wir könnten hier drüben auch noch die Religion hier einführen. Und dann warten wir mal kurz die Kollegen hier ab. Vielleicht sogar kurz mal alle dann ausheben, aber das kostet mich gleich wieder Kohle. Wir warten mal ab, so viel kommt da ja nicht raus. Was kleine Experimente. 99%, dass wir ein Geheimnis von Baron Wald entdecken. Ja. Können wir machen. Das sollte gut gehen. Der wird natürlich sofort erpresst jetzt. Prozent, dass er klein beigibt. Was ich gerne hätte, wäre eigentlich, dass wir hier ein bisschen Kohle mit Druckmittel bekommen. Ich war das im Diplomatiebaum. Hier. Dass wir vielleicht mal in den Verwaltungsbaum wechseln und dann dementsprechend hier Golden Obligations machen, damit wir ein bisschen Kohle erpressen können für die Leute. Weil ich meine, wir haben vielleicht ein paar Hooks, aber so richtig viel machen tun wir nicht damit. Wir werden noch ganz kurz den nächsten Intrigepunkt abwarten und dann auf die Verwaltung wechseln. So, und dann warten, dass hier der Bauernpöbel rauskommt. Die wollen eine geringere Kontrolle. Wieso wollen sie denn... Ach, die wollen eine geringere Kontrolle. Ach, das habe ich ja gar nicht aufgepasst. Ich dachte, das lag am Glauben hier. Wer will denn eine geringere Kontrolle, bitteschön? Kontrolle ist doch gut. Kontrolle ist doch... Das passt doch. So, das wäre nett, wenn die jetzt gleich sich mal melden würden.
So, einmal wechseln auf die... auf das Einkommen. Es kann jetzt natürlich auch wieder dauern. Die warten jetzt wahrscheinlich, bis ich rauskomme. Und mein Krieg führe. Nee, da kommen sie schon. Wunderbar. So. Also. Peasant's Lot is to serve their Lord. Aber sowas von, Leute. Wie viel kommen raus? 319. So, einmal kurz zerdrücken diese Lumpen, damit wir uns wieder einem richtigen Krieg widmen können. Kommen wir denn dahin? Und am besten den Anführer gleich mal hinrichten dann. Weil, wo kommen wir denn dahin, wenn hier einfach jeder hier meint, irgendwas machen zu müssen? Wir könnten auch noch ein bisschen... Können wir dich verkaufen? Ja, verkaufen bringt nichts. Wir könnten ihn auch noch ein bisschen quälen. 75 Meinung verliert er, das ist mir egal. Recently tortured. Es kostet uns 100 Frömmigkeit, das machen wir natürlich nicht. Weil wir dann keinen Krieg mehr führen können. Wir können ihn einfach so exekutieren. Kostet uns auch 100 Frömmigkeit. Ja, dann... würde ich sagen, dann bleibst du einfach im Gefängnis. Mangels Alternative. Enttäuschenderweise. So, das heißt, jetzt haben wir 1200 Leute. Jetzt ist Zeit für den Krieg. Ich speichere lieber nochmal vorher. Und jetzt wird hier Krieg erklärt. 1A-Klasse Krieg hier. Chiefdom of South Undeep. Mal schauen, ob die anderen mitkommen. Mitmachen. Vielleicht können wir den Krieg so schnell beenden, dass die gar nicht wissen, was gespielt ist. So, er hat eine higher quality. Er ist leider nicht beeindruckt jetzt hier, der Gold Wine. Was ein bisschen schade ist. Wieso ist der jetzt nicht beeindruckt? 72%. Ja, der hat ja auch nichts. Die wollen immer alle in den Rat, aber keiner kann irgendwas. So, wir gucken mal. Du meinst, wir sollen ihn rekrutieren, den Lumpen. Ich weigere mich beständig, diese Rebellenanführer zu rekrutieren hier. Ich weiß, er ist gut. Aber er ist, ich weiß auch nicht, dass... auch wenn wir jetzt rollenspielmäßig nicht so spielen, aber irgendwie... Da sträubt sich immer alles dagegen, dass ich das mache. Aber was wir jetzt nicht mehr haben, ist der eine Kollege mit dem guten Trade hier. Doch, da ist er noch, 13. Aber da würde ich jetzt mit dem 17er das schon machen, das passt schon. So. Einmal zerdrücken wie eine elende Made. Richtig cool wäre natürlich, wenn wir den Ork hätten einsetzen können. Aber der Ork ist leider ein bisschen zu schwach auf der Brust. Okay, ein Sohn. Wir gucken uns den Sohn gleich mal an. Boah. Naja. Ach du meine Güte, er hat nicht die Ohren geerbt, er hat das Gesicht geerbt von seinem Papa. Die Ohren sehen ganz okay aus, aber das Gesicht, ne? Also was er natürlich nicht hat, ist Haare. Und was er natürlich Wizard Beard. Saruman Wizard Beard. Also er hat nie Haare. Haare werden grundsätzlich nicht vererbt bei unserer Spezies hier. Na gut, also er hat halt keine Haare jetzt. Wir brauchen einen Namen für ihn jetzt. Wie kann denn ein Sohn von Gollum heißen? Sollen wir ihn Smeagol nennen? Relativ unspektakulär. Aber ich bin in so Sachen ja sowieso immer sehr unkreativ. Was hat er denn für Eigenschaften? Er hat Quick, schnell hat er bekommen und hässlich. Ron Weasley? Wir sind hier nicht im Harry Potter Universum, lieber Tewstar. Wir sind hier nicht im Harry Potter Universum. Schmollum.
Okay, wir nennen ihn Schmollo. So, mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Hübsch wirst du auf alle Fälle nicht. So, hier wird Krieg geführt. Passt, jetzt wird hier belagert. Ah, Leute, ich habe Crusader Kings vermisst. Nachdem ich jetzt... Oh, wir werden belagert hier. Irgendjemand plündert uns hier drüben. Ich habe Crusader Kings sehr vermisst. Ich merke das jetzt wieder. Wie sehr mir Crusader Kings gefehlt hat. Meine Güte. Ich habe jetzt einen Monat, zwei Monate nicht mehr gespielt und es hat mir gefehlt. Definitiv. Hör auf, mich anzugreifen jetzt, weil es eh nichts mehr bringt. Wir haben jetzt hier unsere Siege Weapons noch mit drinnen. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist ein komplizierteres Kampfsystem. Da war ja Imperator Rome zum Beispiel, war schon viel weiter voraus, ne? Mit den ganzen Taktiken, mit den ganzen unterschiedlichen Einheiten und so weiter. Wir brauchen ein viel komplizierteres Kampfsystem. Jetzt greift er mich schon wieder an. Er gibt einfach nicht auf hier. Und das ist auf alle Fälle das, was wir brauchen, Leute. Und vielleicht eine intelligentere KI, die nicht immer einen nicht gewinnbaren Kampf führt. Ach, jetzt wurde unser Ork getötet. Ah, das war nur der Sohn. Das war offenbar nur der Sohn, Leute. Der Papa lebt noch. Der Papa ist 35, die Mama ist 34. Die können auch noch Kinder zeugen. Und er hat noch einen Bruder, den Bolk hat er noch. Die sehen so geil aus, diese Orks. In voller Montur hier. Wir hätten auch mal versuchen können, als Ork zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber das müsste eigentlich gehen, ne? So eine wunderbare, liebe Ork-Familie. Schrecklich nette Familie. Eine Pause ist gut, sonst wird es langweilig. Ja, also ich hab schon gemerkt, ich habe mich sehr satt gespielt. Jetzt, als ich da jetzt die Pause gemacht habe. Ich glaube, der letzte Durchgang war irgendwie der Öhü-Durchgang oder so. Und da habe ich schon sehr gemerkt, dass ich mich satt gespielt habe. Du machst halt immer das Gleiche und so weiter. Und die Pause hat echt nicht geschadet, aber ich merke schon jetzt, dass ich es sehr vermisst habe. So, 100%, so schnell kann es gehen. Dann machen wir das doch hier. So. Wieso kann ich meine Truppen jetzt nicht nach Hause bringen? Obwohl die in eigenem Land sind. No armies can be disbanded. Jetzt geht's. Seltsamerweise. So, The Good Headman. Wir gucken mal, ob wir da ein bisschen die Meinung erhöhen können. 10 Meinungspunkte. 75 Prestigepunkte kostet mich das. Nee, das ist es mir nicht wert, dass ich hier ein paar Meinungspunkte bekomme. Stattdessen hole ich mir die Prestigepunkte. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich habe immer gedacht, der Gandalf hätte in Hogwarts gelernt. Wegen dem Plündern war das, glaube ich, nicht. Also wir waren im neu eroberten Gebiet. Vielleicht war es das. Das könnte schon sein. So, jetzt habe ich 4 von 4 Domänen. Mehr geht momentan nicht. Hier drüben. Das hier bräuchten wir noch für das Herzogtum. Aber hier können wir nur Krieg erklären, indem wir nochmal einen Kriegsgrund fabrizieren. Momentan ist unser Bischof hier unterwegs und versucht, die Leute zu bekehren. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns mal das hier schnappen, damit wir endlich zum Herzogsgollum aufsteigen. Weil ich habe ja jetzt eh keine Pietät mehr und kann daher keine Kriege mehr führen. Deswegen, ne, machen wir das so. Wir unterstehen niemandem natürlich, außer unserer Ehefrau. Aber ansonsten sind wir relativ frei. Wir sehen auch schon aus, als wären wir 100 Jahre alt. Oh, schon wieder schwanger. Jetzt geht's aber los hier, Gollum. Macht ihr aber ganz schön Rabatz jetzt. Respekt, Respekt.
Sehr nice. Und schon wieder eine Fraktion. Independence from their Liege. Wer ist hier drinnen? Mark of South Andeep. Moment, South? Ah, die wir gerade eben erobert haben, dass die jetzt schon wieder versuchen können, eine Fraktion zu gründen, ist schon, also 2-3 Monate nach Eroberung. Ich meine, sie sind noch zu schwach jetzt natürlich, aber dass sie jetzt schon anfangen, wieder hier zu planen, ist ja echt nicht schön, ne? So, währenddessen können wir ja mal die Kontrolle erhöhen. Das schadet nicht. Hier oben ist es auch gar nicht so gut. 76. Hier drüben 90. Wir machen es mal in South Andeep, damit wir vielleicht hier ein bisschen Stabilität reinbringen. Truppen füllen sich langsam, Leute. Wir können bald nach Gondor ziehen. Wie sieht's aus? Uiuiui. Ist der Krieg schon vorbei hier? 35% für den Denitor. Aber minus 8, weil er sich gegen die Wildman verteidigt. Hier unten im Süden auch noch. Also Denitor kämpft an zwei Orten gleichzeitig. Und gegen Mordor sieht es ganz gut aus. 16.000, er hat 14.000. Aber im Süden, das vernachlässigt er jetzt ein bisschen. Wo sind jetzt hier eigentlich die Dinger hergekommen? Kann man mal ganz kurz nachvollziehen, weil das war ja im Film, glaube ich, sogar verkehrt mit der Flussseite, ne? Als Aragorn die Toten geholt hat. Gesammelt hat sich doch Aragorn wahrscheinlich irgendwo hier oben. In den Gebirge. Aber ist er dann hier unten rausgekommen? Dann sind von Süden die Schiffe gekommen. Und dann ist der Aragorn hier eingestiegen. Und dann sind die hier hochgefahren und hier ausgestiegen mit den ganzen Toten. Kann das so sein? Sind ja auch schöne Gebäude hier, seht ihr das? Auch extra gemacht hier für die Mod. Bis dann, Kyushu. Wie alt er im Film ist, ich glaube so um die 400 Jahre oder so. Müsste das sein? Genau, er ist durch die Berge, oder? Also er war ja hier oben beim Theoden. Und dann ist er quasi durch den Berg, und das meinte ich ja, dass er hier unten raus ist. Irgendwo, also hier oben oder hier, keine Ahnung, wie das jetzt geografisch war. Aber quasi in der Südseite raus. Mit den Geistern und ist dann zum See runter, zum Fluss runter. Und dort sind dann quasi die Schiffe hochgefahren. Und dann hat er die Schiffe angegriffen und ist dann mit den Schiffen hier hochgefahren. So müsste es gewesen sein. Ist auch hier schön. Guckt euch das an hier. Ach Mensch. Ist schon eine tolle Mod. Also ich bin sehr begeistert. Wenn jetzt noch alles auf Deutsch übersetzt werden würde. Meine Güte hier. Das wäre schon echt ganz gut. Also auch die Events. Das wäre schon echt richtig gut. Ganz toll gemacht hier. So, du brauchst noch ein bisschen, wie lange bis der Anspruch durch ist? 17 Monate. Das heißt, wir können uns das auch leisten. Wir werden uns aber kein Kriegsvolk mehr leisten. Müsste die Bücher mal wieder lesen oder einfach nur googeln. Ich glaube, man muss einfach nur googeln. Keine Ahnung, Aragorn, Geister, Treffpunkt. Und schon wird einem das Ergebnis dann präsentiert. So, oh, ein weiterer Sohn ist geboren. Der hat überhaupt keine Eigenschaft bekommen. Das wird unser Spezialsohn jetzt hier. Meine Güte, der hat auch nicht unbedingt, also der sieht jetzt relativ normal aus. Ein bisschen Segelohren, aber ansonsten das Gesicht relativ normal jetzt, oder? Hat natürlich auch keine Haare. Aber er sieht auf alle Fälle nicht mehr ganz so wild aus wie sein Bruder hier. So, wir brauchen schon wieder einen neuen Namen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt, wir nennen dich mal Smeagol. Ich nenne hier niemanden aus dem Harry Potter-Universum. Theostar. Muss mal ein bisschen kreativer werden.
gibt schon eine Game of Thrones Mod, das hat heute schon jemand gefragt. Ich kann es dir nicht sagen. Einfach mal in den Crusader Kings Workshop reingehen und einfach mal nach Game of Thrones gucken. Es gibt auf alle Fälle eine Vampir-Mod, die schon sehr, sehr weit ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass es auch eine Game of Thrones Mod gibt. Definitiv. Der hat das Silmarillion auswendig gelernt, ein Kamerad von dir. Ach, sehr schön. Ich habe es auch schon öfters gelesen, jetzt das Silmarillion. Und es lässt sich schon ganz gut lesen. Ne? Alle tun immer so, ja, das ist viel zu kompliziert und so. Wenn du nicht gerade halb am Einschlafen bist oder so, dann kannst du das schon ganz gut lesen. Es sind halt viele Namen drin und es ist aber trotzdem ganz okay zu lesen. Aber man muss das jetzt nicht unbedingt auswendig kennen oder so. Also das ist Zusatzwissen, das ganz schön ist, dass es da ist auf alle Fälle, aber es ist natürlich kein Muss. Willkommen zurück, Brigitta. Diagol habe ich auch schon daran gedacht, ja. Der nächste Sohn wird dann Diagol. Was machen wir, wenn es eine Tochter wird? Diagolgine oder so.